Damit ist die Kronbrücke nun offiziell eröffnet. Nach fast 4 Jahren kann der Verkehr wieder über die Dreisam in Freiburg rollen. Ab sofort steht dem Auto- und Schwerlastverkehr wieder eine der wichtigsten Verkehrsachsen zur Verfügung. Ein wichtiger Schritt für die Mobilität in Freiburg findet auch Oberbürgermeister Martin Horn. Ja, ein großer Schritt nach vorne für die Mobilität in Freiburg. Die Bauarbeiten sind zu Ende, die Kronbrücke wird eröffnet. Wir sind froh und dankbar, dass wir im Kosten- und Zeitplan liegen. Ein super Schritt für Freiburg. Mit der Öffnung der Brücke sind alle Tief-, Gleis- und Straßenbauarbeiten auf der gesamten 1,9 Kilometer langen Neubaustrecke Stadtbahn Rottigring abgeschlossen. Damit gehen 25 Jahre Planungsgeschichte zu Ende. Damit gehen 5 Jahre Bauzeit zu Ende. Und die Brücke selber hat 15 Millionen gekostet. Allein die Brücke wäre es eigentlich wert, dass wir dafür ein eigenes Fest machen. Aber ich denke, die Gesamtgeschichte ist natürlich auch beeindruckend. Nach 4 Jahren Bauzeit ist Frank Runau aus Waldshut-Tiengen nun der erste Autofahrer, der die Brücke passiert. Dafür bekommt er sogar vom Bürgermeister höchstpersönlich einen Blumenstrauß überreicht. Wie fühlt es sich jetzt an, hier drüber zu fahren? Ja, sicher und schön, prima. Es ist natürlich viel los hier mit Umbauten und so, das haben wir alles schon mitgekriegt. Aber mit dem Navigationsgerät geht das. Im Februar 2015 wurde mit den Umbauarbeiten begonnen. Das große Ziel war es, die Brücke noch im Jahr 2018 wieder freizugeben. Das ist gelungen. Über so eine lange Zeit passiert natürlich immer, dass irgendwas teurer wird oder dass auch mal etwas länger dauert. Aber dank eines guten Projektmanagements und dank auch wirklich eines guten Garten- und Tiefbauamtes an der Spitze Herrn Ueckermann haben wir es geschafft, den Kostenzeitplan einzuhalten. Das heißt, wir haben an der einen oder anderen Stelle was verloren. Wir sind auch irgendwo teurer geworden, aber haben es wieder reingeholt. Auch die Fahrradfahrer in Freiburg profitieren von der neuen Brücke. Der Autoverkehr ist übersichtlicher geregelt und vor allem haben Radler mehr Platz und separate Radwegführungen. Auch der Dreisam-Uferradweg ist wieder freigegeben. Im März soll dann auch noch die Stadtbahn Rottigring über die Kronbrücke rollen. Das heißt, die Kollegen von der VAG sind jetzt momentan dabei, natürlich ihre Bedürfnisse noch auszurüsten. Das heißt, sie brauchen noch ein bisschen Oberleitung, die müssen ihre Fahrer schulen. Demnächst wird es dann auch die erste Fahrt darüber geben. Und dann können wir im März, glaube ich, mit dem Regelbetrieb anfangen. Und ich glaube, auch darauf freuen sich die Freiburgerinnen und Freiburger. Ob die Eröffnung der Kronbrücke zu einer Entlastung des Verkehrs in Freiburg führt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Aber ab heute heißt es erst einmal Verkehr frei.